Aggressionen im Straßenverkehr. Heute geht es in diesem Video um Aggression. Wir werden immer wieder gefragt, hey Tom oder hey Mary, wie kann man den Aggressionen vorbeugen? Was passiert da eigentlich? Und darum geht da heute das Video. Was kann eigentlich passieren, wenn ich mich aggressiv verhalte? Und vor allem, wie meine ich das Ganze? Also, wenn es euch gefällt, denkt dran, hinterlasst immer ein Like, kommentiert unseren Kanal und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Letztendlich eine Sache vorweg, bevor es so richtig zu dem Video kommt. Man hat mich oft gefragt, ey Tom, kannst du auch mal schreien? Kannst du auch mal böse sein? Du bist ja immer so glücklich am Lächeln. Aber glaubt mir, auch ich kann böse sein. Auch ich muss mich manchmal zusammenreißen und das ist ganz normal. Das ist menschlich, dass wir ab und zu mal Aggression verspüren. Aber nicht jeder geht damit gleich um. Und vor allem aber, es gibt Menschen, die sind aggressiv. Das merkt man gar nicht, dass die aggressiv sind. Das ist eher witzig als aggressiv. Also zum Beispiel haben wir die Mary, die ihr kennt. Nein, Spaß. Letztendlich ist es so, wenn jemand anfängt zu schreien, dann meistens deswegen, weil er die Situation nicht ändern kann. Dann gibt es natürlich auch Sachen, die mir persönlich auch nicht gefallen. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine 60, so wie jetzt, und vor uns fährt aber einer nur 50. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich überhole den, ich bleibe dahinter mit Sicherheitsabstand. Aber was falsch wäre, ich fahre dicht auf, mache Lichthupe, hupe ihn an, überhole ihn dann nochmal und dann gibt es den, die eine Geste. Fakt ist, zunächst einmal, wenn wir das hier machen würden, erstmal müssen wir ja mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit überholen, wenn wir Gegenverkehr haben. Klar, wenn wir keinen Gegenverkehr haben, dann duldet man und man sagt, okay, du darfst auch mal mit weniger. Aber hier ist es so, wenn hier einer überholt mit mehr, dann haben wir hier einen Blitzer und zack, gibt es ein Foto. Na toll, jetzt habe ich den Salat. Jetzt war ich aggressiv, habe ihn überholt, weil er mich ankotzt und wurde auch noch geblitzt. Macht das bitte nicht. Es gibt zig Beispiele, wo die Leute einfach den Führerschein verlieren, weil die aggressiv geworden sind im Straßenverkehr. Das bedeutet, die fahren dicht auf, zeigen den Mittelfinger, regen sich auf und dann kommt es auch noch zu einer Gefährdung oder zu einem Unfall. Dann hat man den Salat. Ich erzähle euch immer eine kleine Geschichte, zum Beispiel aus dem wahren Leben. Da kommen häufiger Leute zu uns vorbei. Mindestens einmal im Jahr bekommen wir so einen Kunden, der dann sagt, Tom, ich möchte bitte wieder den Führerschein erlangen. Und sage, hey, wieso wieder? Ja, ich war da mal leicht aggressiv im Straßenverkehr und ich bin so ein Mensch, ich frage nach, was da passiert ist. Und dann erzählt man mir so Geschichten wie, ja, ich war auf der Autobahn, wurde ausgebremst, dann habe ich denjenigen auch nochmal praktisch überholt und habe ihn dann auch ausgebremst, weil er mich sauer gemacht hat, habe ihm Mittelfinger gezeigt. Ja, und dann gab es eine kleine Auseinandersetzung, haben wir uns gegenseitig angeschrien. Ja, und dann kam die Polizei und ja, weil folgendes, mitten auf der Autobahn stehen da Leute und streiten sich so ein bisschen auf dem Standstreifen. Hey, der Standstreifen ist nicht für sowas da. Das heißt, es lag eine Gefährdung vor. Erstmal Anzeige, erstmal Bußgeld und dann charakterliche Uneignung, weil man auch gegenüber der Polizei nicht korrekt war. Und das ist immer so ein Mist, wo ich mir denke, hat sich das gelohnt? Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr da handeln würdet. Es gibt natürlich auch so blöde Situationen. Autobahn. Autobahn, drei Fahrstreifen. Und im ganz linken Fahrstreifen, pass auf, also unbegrenzt. Wir dürfen fahren. 130 km/h Richtgeschwindigkeit, dürfen auch schneller fahren, aber irgendeiner fährt da im linken Fahrstreifen 100 km/h und wir dürften da 130 fahren. So, jetzt die Sache ist, darf ich die von rechts überholen? Nö, da gibt es Bußgeld und Punkte. Was kann ich sonst machen? Tatsächlich gar nichts. Ich kann mich dahinter einordnen, einmal Lichthupe zeigen, aber bitte mit Sicherheitsabstand und darauf hoffen, dass der oder diejenige das sehen und begreifen, was ich von denen will und einfach rechts rüber wechseln. Wenn die es aber nicht tun, Leute, ich weiß, es ist hart, aber wir können das nicht. Wir dürfen sie rechts nicht überholen, nicht auf der Autobahn. Also ordnen wir uns ganz rechts ein und fahren halt diese 100 km/h und überholen diese Menschen nicht. Hart, oder? Deswegen tut mir bitte einen Gefallen. Ganz, 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 ganz wichtig. Ganz wichtig ist es, dass wir so gut in der Fahrschule aufpassen, dass wir ganz genau wissen, was wir da tun und nicht einfach im ganz linken Fahrstreifen 100 fahren, wo 130 ist. Vor allem rechts alles frei. Kennt ihr diese Leute? Alles ist scheiße. Egal, wo die hinfahren, keiner kann so gut Auto fahren wie ihr selbst. Alle fahren sie wirklich nur scheiße. Habt ihr auch so einen Freund oder so eine Freundin, die sich immer nur über andere aufregt? Man selber fährt ja immer am besten. Ich habe meinen Fahrschülern dann immer so erzählt, so, kennt ihr diese Affenleiter, die sie dann immer hochgehen? Du hast so ein Äpfchen ab an und dann geht das immer hoch. Das heißt, ihr müsst euch so vorstellen, Aggression passieren ja folgendermaßen. Ich bin sauer, mache keine konstruktive Kritik, sondern ich denke mir, okay, ich bin so sauer, ich werde dir jetzt auch was Schlechtes antun. Und dann bremse ich denjenigen zum Beispiel aus. So, jetzt habe ich ihn ausgebremst. Jetzt denkt er sich, boah, der hat mich ausgebremst. Den werde ich jetzt doppelt ausbremsen. Und das schaukelt sich so ganz, ganz weit hoch. Und irgendwann mal platzt man und schreit im Auto und denkt sich, ah!
weil man die Situation nicht verändern kann. Da haben wir es wieder. Im schlimmsten Fall hält man an und man wird charakterlich ungeeignet eingestuft. Und schon muss man den Führerschein abgeben. Also, Aggressionen, wichtig, geht in euch, aber nicht beim Autofahren schlafen. Wenn euch irgendwas aufregt, wir bringen ja immer den Leuten etwas bei. Und das, jetzt kommt das, was kann ich dagegen tun? Ich kann eine ganze Menge dagegen tun, zum Beispiel aber, wenn ich so sauer bin, steige ich erst gar nicht ins Auto ein. Und wenn das während des Fahrens passiert, hey, sucht euch die nächstmögliche Stelle zum Anhalten, wo man es auch darf. Und reagiert euch erstmal ab, indem ihr einfach mal laute Musik anmacht, alleine kurz tief durchatmen, so diese Atemübung macht. Oder aber ein Glas Wasser trinkt, holt euch einen Kaffee, lenkt euch mit irgendwas ab und dann fahrt ihr weiter. Also versucht immer runterzukommen. Es liegt meistens an uns selbst. Das bedeutet letztendlich, wenn ich schon sauer bin, natürlich mache ich dann auch noch mehr Fehler. Also ihr müsst es euch so vorstellen. Wir haben 100% Aufmerksamkeit. Jetzt passiert Folgendes. Alles, was mich ablenkt, zum Beispiel fliegt ein Vogel vorbei, so 1% fällt da schon mal weg, weil ich den Vogel beobachtet habe. Oder aber ich bin aggressiv und werde immer noch aggressiver, dann kann es sogar passieren, dass ich 80% mit meiner Aggression beschäftigt bin, aber nur 20% Aufmerksamkeit für den Verkehr habe. Und das ist so ziemlich schlimm. Damit das nicht passiert, hey, haltet irgendwo an der geeigneten Stelle, regt euch ab, damit eure volle Aufmerksamkeit wieder für den Verkehr da ist. Denn ansonsten kann es schlimm enden. Im schlimmsten Fall kann man euch sogar die Fahrerlaubnis entziehen, weil man dann sagt, hey, charakterlich nicht mehr geeignet. Also, Leute, Aggression im Straßenverkehr, allgemein im Leben, haben überhaupt nichts zu suchen. Ich habe meinen Fahrschülern auch immer eine Situation erzählt. Ihr kennt rechts vor links, das heißt, bei rechts vor links ist es so, der von rechts hat Vorfahrt. Mein allererstes Auto, als ich dann 18 Jahre alt war, das war ein Mazda 323. Und damals war es noch erlaubt, im Winter mit Sommerreifen zu fahren. Ich habe mir tatsächlich als Jugendlicher nicht unbedingt Winterreifen leisten können, was ich heute überhaupt nicht gut finde. Aber Folgendes, wir sind in der 30er-Zone unterwegs gewesen und da hat es frisch geschneit und jemand kam von rechts. Und ich habe auch angefangen zu bremsen. Damals gab es auch keine Servolenkung oder tatsächlich, ich bin schon so alt, ja. Damals gab es keine Servolenkung oder ABS und mein Auto rutschte einfach durch, müsst ihr euch vorstellen. Und wenn der von rechts auf seine Vorfahrt bestehen würde, hätte ich meinen ersten Unfall mit 18 Jahren. Wisst ihr, was der gemacht hat? Hey, der ist angehalten, der hat vollstes Verständnis gezeigt und hat einfach nur den hier gemacht, so, hey, alles gut, rutsch durch. Der hat das gesehen, dass ich da ins Rutschen kam, hat mich durchgelassen. Ich war auch nicht schnell unterwegs, ne? Er hat dann zum Schluss angehalten, bin ausgestiegen und bin nochmal hingelaufen und hat mich übelst bedankt, weil das fand ich eine starke Geste. Und es wäre aber anders, wenn er sich aufgeregt hätte, wenn er mir die Vorfahrt genommen hätte. Das sind so tolle Geschichten. Scheißgeschichten fangen immer, ey, der macht mich aggressiv. Boah, der regt mich auf. Hey, klar, auch mich regen Sachen auf. Aber dann meide ich diese Sachen. Emotionen muss man sich leisten können. Und ganz ehrlich, das Wichtigste bei uns Menschen ist auch, manchmal Emotionen für uns zu behalten und nicht gleich durchzudrehen. Deswegen in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt oder ihr sagt, ey Tom, das müssen wir noch ausführlicher bearbeiten, schreibt das doch bitte in den Kommentaren. Wenn es euch aber gefallen hat, hinterlasst einen Like und abonniert unseren Kanal, denn damit macht ihr mir persönlich eine Riesenfreude. Euer Tom vom Team Fahrschulakademie.